Hallo und herzlich willkommen zu Kern-TV 90 am Montag. Unsere Themen heute: Aktuelles zu Corona, die Kärntner Familienkarte und der Ausschuss der Regionen. Wie die Bundesregierung angekündigt hat, kommt es im Februar zu schrittweisen Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. So wird ab dem 5. Februar die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr verlegt und Indoor-Veranstaltungen sind mit zugewiesenen Sitzplätzen wieder mit 50 Personen möglich. Ab dem 12. Februar entfällt die 2G-Pflicht im Handel und ab dem 19. Februar in der Gastronomie sowie im Tourismus. Ab diesen Zeitpunkten ist es dann somit wieder möglich, mit einem negativen Corona-Test einkaufen oder essen zu gehen. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt in allen Bereichen bestehen. Die Kooperation der Kärntner Familienkarte mit der Kärntencard bleibt weiterhin aufrecht. Zwischen dem 31. Jänner und dem 26. Februar ist es für alle Besitzerinnen der Familienkarte sowie der Kärntner Jugendkarte möglich, die Sommerkärntencard 2022 vergünstigt zu erwerben. Dieses Angebot gilt auch für alle Bezieherinnen von Studienbeihilfe bzw. Ausgleichszulage und seit letztem Jahr auch für Klientinnen der Chancengleichheit. Den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union zu fördern, ist das Ziel der europäischen Kohäsionspolitik. Über sie wurde in der letzten Sitzung des Ausschusses der Regionen diskutiert. Virtuell teilgenommen hat daran auch Landeshauptmann Peter Kaiser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.